August haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und die 20.000 Euro hatten wir nach 3,5 Stunden zusammen. Donnerstag ist es soweit, am Earth Day, 22. April um 19.55 Uhr. Jo, moin, herzlich willkommen hier bei Money for Future. Heute geht es mal um ein ganz spezielles Thema und zwar um die Klimaforschung. Und ich habe in den letzten Monaten mir einige Gedanken gemacht. Ich bin auch sehr ins Grübeln gekommen, weil ich mir, wenn es um das Thema Klima ging, hier einige blaue Augen abgeholt habe. Und ich mir die Frage gestellt habe, was ist denn, wenn diese ganzen Tausenden von Forschern hier in Deutschland, Scientists for Future, wenn die recht haben und wenn diese Hunderttausenden Forscher weltweit auch alle recht haben und wenn wir wirklich auf ein richtig großes Problem zusteuern, warum wissen wir das nicht ausreichend, warum tun wir da nicht genug? Und für dieses Thema habe ich mir heute mal wirklich eine tolle Aktion hier eingeladen, tolle Leute, die eine Klimanachricht vor 8 ins Leben rufen wollen und das finde ich unglaublich cool. Wenn euch diese Themen interessieren, also Energiewende, Nachhaltigkeit, nachhaltige Finanzen und Wirtschaftssysteme, dann lasst mir gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben, würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Und natürlich auch über jeden PayPal-Euro, der hier bei mir ankommt, freue ich mich auch sehr, wenn ihr meine Videos gut findet, weil diese PayPal-Euros packen wir und verschenken damit bei Konkraftwerke und nachhaltige Sachen, die den Leuten das Leben etwas leichter machen. Und jetzt springen wir rein und ich begrüße ganz herzlich bei mir die Initiatoren von Klima vor 8 und freue mich sehr, dass ihr hier seid. Vielleicht könnt ihr euch mal kurz vorstellen und auch sagen, was ihr eigentlich vorhabt mit eurer Aktion. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Felix. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Ich denke mal, Friederike, ich überlasse erstmal das persönliche Vorstellen und fang gerne an. Ja, hallo. Ich bin Friederike von Klima vor 8. Zusammen mit Norman und noch ein paar anderen haben wir das mit dieser Initiative gegründet im letzten Jahr. Und wir wollen damit ein bisschen die Klimaberichterstattung im deutschen Fernsehen vorantreiben. Genau. Das ist Aufgabe. Ja, wir haben uns auch bewusst gemacht, dass das keine Initiative ist, die mal eben so locker flockig machbar ist. Und letzten August haben wir halt die Notwendigkeit gesehen, dass sich da in der Berichterstattung wirklich stark was ändern muss, weil die Klimakrise doch auch immer noch so nebenbei irgendwie mitschwimmt und es teilweise auch nur leider große Ereignisse, auch schlimme Ereignisse in die Medien schaffen. Und auf der ganzen Welt, wenn man sich mal umsieht, gibt es schon die Folgen der Klimakrise, jetzt auch teilweise in Deutschland, siehe den Waldbericht. Und das ist natürlich alles nicht sehr schön. Und deswegen zielt unsere Initiative darauf ab, eine regelmäßige Berichterstattung zu machen, wissenschaftlich fundiert, verständlich. Und wir haben uns da auch den konstruktiven Journalismus verschrieben. Das heißt, dass wir auch nicht so eine Art Apokalypse vor 8 machen wollen, sondern auch Lösungen aufzeigen und Lösungswege aufzeigen, wie man jetzt dieser Klimakrise entgegnen kann. Also wir verschreiben uns da einerseits der Bildung der Menschen und Aufklärung und andererseits möchten wir damit auch Mut und Hoffnung machen und Lust auf Zukunft schaffen. Konkret fordern wir so ein kurzes TV-Format in den öffentlich-rechtlichen Sendern vor allem, insbesondere, was in wenigen Minuten verschiedene Aspekte der Klimakrise erklärt und allgemein verständlich aufbereitet. Und ja, da sehen wir vor allem die Öffentlich-Rechtlichen in der Verpflichtung, so ein Format zu etablieren und es auch zu einer guten Sendezeit, also zu Primetime zu bringen. Weil es bringt nichts mehr, wenn man gute Dokumentationen hat, die dann aber um 23.30 Uhr oder so laufen, sondern es muss da eine Regelmäßigkeit stattfinden auf den guten Sendeplätzen. Und habt ihr, also ich habe das auch in der Schule gelernt, ich habe mich dann lange Zeit nicht mehr so damit auseinandergesetzt und jetzt mit dem Volker Quaschning habe ich ja Interviews gemacht, packe ich euch auch hier in die Videobeschreibung, und mit anderen Leuten Gespräche geführt und da kommt man ja schon ins Grübeln. Seid ihr der Meinung, wir haben schon ein ernsthaftes Bildungsdefizit in dem Bereich oder ist das einfach nur so ein Verdrängungsdefizit, dass man das eigentlich einfach nicht so gerne sich darum kümmert, weil das einfach zu komplex ist? Genau, ich würde sagen beides, wobei das eine das andere bedingt. Erstmal ist nicht so ganz klar, welche Ausmaße die Klimakrise tatsächlich annehmen wird und jetzt auch schon angenommen hat. Das sind ja auch immer Effekte, die mit einer gewissen
Trägheit eintreffen und gerade auch so ein Verdrängungseffekt, sodass man sagt, ja, was interessiert uns, was da im globalen Süden und so stattfindet? In Deutschland geht es ja noch alle gut, die Regale sind voll und wir haben tatsächlich noch Wasser im Sommer. Aber wenn man schon sieht, dass einige Gemeinden im Sommer schon Wasser sparen müssen oder es zu Wassernot kommt, auch aufgrund der dort vorherrschenden Witterung, ist es so, dass der Verdrängungseffekt einerseits da ist und es auch noch nicht erkannt wird. Und das wollen wir halt aufzeigen. Und nicht erst, wenn es dann da ist, sondern bevor es passiert und jetzt schon die Lösung entwickeln, die es dann da braucht. Also im Vorhinein schlau sein, anstatt hinterher zu sagen, hätten wir doch mal. Ja, und da spielen die Medien einfach eine ganz entscheidende Rolle, weil sehr oft in der Vergangenheit oder in den letzten Jahrzehnten, kann man eigentlich sagen, hat sich die Klimaberichterstattung dann häufig darauf konzentriert, dass sehr viel über einzelne Katastrophen berichtet wurde, über Extremwetterereignisse und dann wieder gar nichts. Also wenn in Kalifornien die Wälder brennen, dann sehen wir tagelang diese krassen Bilder. Das kommt sehr, sehr viel und dann hört es wieder auf. Und das hat natürlich den Effekt, dass dann viele Leute eine gewisse Ohnmacht auch verspüren. Ne? Also da sind diese Katastrophen, sie sind sehr präsent, suggerieren, es ist alles sehr, sehr schlimm und dann hört die Berichterstattung wieder auf. Aber die Klimakrise ist ja was, also wir befinden uns ja schon mitten in der Klimakrise und sie hört nicht auf und sie hängt auch nicht nur an einzelnen Ereignissen. Und da kommen den Medien schon die Rolle zu, darüber dauerhaft aufzuklären und dauerhaft zu zeigen, eben diese Verbindung, was hat das mit uns zu tun, wie beeinflusst uns das? Wie kamt ihr auf die Idee dann, so eine, das ist ja, ich gucke immer Börse vor 8, ne? Fast jeden Tag, wenn ich kann. Wie kamt ihr dann auf die Idee, das zu machen? Es ist sicherlich daran angelegt, Börse vor 8 ist ja ein Format, was mit zur besten Sendezeit kurz vor der Tagesschau läuft. Und dort wird halt auch über aktuelle Ereignisse aus der Wirtschaft berichtet. Und wir haben uns dann gefragt, ist es nicht sinnvoll, dort auch über andere aktuelle Ereignisse, auch aus der Ökologie, Umwelt und so zu berichten? Denn Börse ist ja, ich sag mal ganz salopp, etwas, was mit 16% der Aktienbesitzern nur einen Teil der Menschen angeht, was einen sehr prominenten Sendeplatz bekommt, während halt Klima, Umwelt ist ja das, was uns tatsächlich umgibt und was auch 100% der Menschen etwas angeht. Deswegen sehen wir auch gerade auf diesen einzigartigen Sendeplatz kurz vor 8 auch so ein Thema positioniert. Gab es das denn schon mal vorher? So ein Format nicht, nee. Also die Idee gibt es schon länger. Die kam immer wieder auch auf Social Media auf, wurde auch schon von verschiedenen Initiativen gefordert. Also diese Forderung gibt es definitiv schon länger. Die haben wir jetzt nicht erfunden, aber wir haben es aufgegriffen. Also all diese Forderungen, die an die Öffentlich-Rechtlichen und vor allem die ARD herangetragen wurde, haben nicht gefruchtet. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir das Thema trotzdem voranbringen? Und haben uns deswegen entschieden, einfach selber so eine Staffel Klima vor 8 zu produzieren in TV-Sendequalität. Also 6 Folgen von diesem Kurzformat, wo wir verschiedene Themen behandeln, um eben zu zeigen, es ist möglich. Also man kann diese Themen unterbringen, man kann die in so einem Format zeigen, wissenschaftlich fundiert und auch verständlich. Das heißt, ihr startet bald schon eure ersten Folgen? Genau, am Donnerstag ist es soweit, am Earth Day, 22. April um 19.55 Uhr. Also da, wo wir auch gerne Klima vor 8 säen, wird unsere erste Folge auf unserem YouTube-Kanal ausgestrahlt. Ich denke mal, Felix, du wirst ihn hier hoffentlich auch verlinken, wird uns natürlich freuen. Ich werde ihn hier verlinken. Ihr habt schon 3000 genau. Abonnenten, obwohl ihr noch kaum Videos hochgeladen habt, nur 2 Teaser-Videos. Das ist irre, wirklich total cool. Aber genau. Das zeigt ja auch, dass viele Leute sowas begeistern würde, ne? Absolut, das haben wir auch schon gesehen. Wir haben im Zuge dessen, dass wir uns gegründet haben, letzten August, haben wir eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Wir haben uns ein professionelles Studio genommen, das Ganze erstmal budgetiert. Und wir sahen halt, dass wir für die Produktion, weil wir sind halt, wir haben halt nicht die Strukturen wie so ein großer Rundfunk, wie so eine große Rundfunkanstalt. Haben es auf ca. 20.000 Euro budgetiert, die wir auch im Funding brauchten. Und wir haben dann Anfang September das Funding gestartet und die 20.000 Euro hatten wir nach 3,5 Stunden zusammen.
Mega geil. Also kann man da auch noch spenden? Können wir da auch noch einen Link runter machen unter die Videos? Man kann nicht mehr für das Funding spenden, aber wir haben einen Verein gegründet, Klima vor 8 e.V. heißt der, wofür man sicherlich auch spenden kann, und wir können es auch Spendenquittungen ausstellen. Also, ja, super. Also spende dann Sie, wenn ihr an PayPal, wenn ihr an mich spendet und schreibt Klima vor 8 vorbei, dann leite ich das einfach weiter an Klima vor 8. Alles klar? Mega cool. Wunderbar, freuen wir uns. Und ihr habt mir mal erzählt, oder im Vorgespräch hast du mir mal erzählt, du hast mal einen offenen Brief geschrieben. Warum habt ihr das gemacht? Hat das überhaupt irgendeine Reaktion gehabt? Genau, wir haben einen offenen Brief an Tom Buro, den Vorsitzenden der ARD, geschrieben. Ja. Für den wir über 180 prominente Erstunterzeichnerinnen aus Wissenschaft, Kultur und Medien gewinnen konnten. Und in diesem Brief fordern wir eben nochmal dazu auf, dass die ARD so ein Format selber entwickelt und umsetzt und zeigen so ein bisschen auf die Dringlichkeit, die es braucht. Und mittlerweile haben, glaube ich, über 16.000 Menschen diesen offenen Brief unterschrieben. Wow. Da freuen wir uns auch über jede Unterschrift, die dann noch dazukommt. Ja. Auf unserer Internetseite www.klimavor8.de unterzeichnen. Ja, cool. Bislang gab es da noch nur eine kurze Reaktion, würde ich sagen, von Tom Buro. Aber es gab eine Reaktion, das ist ja schon mal überhaupt irgendwie irgendwas. Wir haben mittlerweile, denke ich, einfach mit unseren vielen UnterstützerInnen auch eine gewisse Öffentlichkeit geschaffen. Und da muss man dann reagieren. Dann muss man reagieren. Genau, aber eigentlich warten wir auch noch auf ein Gesprächsangebot. Jetzt mal Konkurrenz für die ARD. Ihr habt mir erzählt im Vorgespräch, ihr seid schon mit einem großen anderen privaten deutschen Fernsehanstalt, RTL, in Gesprächen, dass ihr da auch ein Klimaformat mit denen macht oder produziert. Mir ist die Kinnlade runtergefallen, weil ich dachte so, die ARD meldet sich nicht, aber RTL oder was? Wie ist das denn zustande gekommen? Wie geht's da weiter? Ja, im Zuge unseres offenen Briefs gab es auch viel Berichterstattung, auch auf unseren offenen Brief hin. Ich glaube auch, weil wir so viele prominente Erstunterzeichnerinnen dafür gewinnen konnten. Eines Tages rief dann der RTL-Chef an und hat gesagt, richtig geile Sache. Wir möchten gerne mit euch da ins Gespräch kommen und dort auch ein Format entwickeln, was zur RTL Primetime laufen könnte. Das sind bei RTL halt im Zuge um RTL aktuell ist, also von 6:45 bis 6:55, da haben sie die meisten Zuschauer. Das hatten die uns dann auch nochmal schön mit den Quoten dargelegt und sie sehen das als ein sehr wichtiges Thema an und möchten da gerne auch was machen. Also Tom, falls du das hier siehst, Tom Buro, ja, es wäre hochgradig peinlich, wenn du nicht auch hier mal in die Gespräche gehst und das mal vielleicht forcierst, daran zu gehen. Also richtig, richtig cool. Habe ich eben gerade schon gefragt, wann kommt die erste Folge? Das ist jetzt am Donnerstag, habt ihr gesagt, kommt die erste Folge. Dürft ihr da schon ein bisschen was drüber erzählen, was da kommt, was ihr da besprechen wollt? Das ist dann aber auf YouTube, ne? Genau. Genau, das wird auf YouTube veröffentlicht, auf unserem YouTube-Kanal. Wir wollen noch nicht so viel darüber erzählen, aber es wird, also unser Sendekonzept ist so ein bisschen, dass wir einerseits mit Klima vor 8 ein bisschen aufklären wollen über Hintergrundthemen, über größere Zusammenhänge, was die Klimakrise betrifft. Und andererseits aber soll dieses Format auch sich auf aktuelle Ereignisse beziehen und die aufgreifen und sagen, was ist da die Bedeutung, was macht das mit dem Klimaschutz, ist das gut, ist das schlecht. Das sind so die beiden Arten, die in unserem Sendekonzept so angelegt sind. Und unsere erste Folge ist eher eine Hintergrundsendung, die sich einem Thema widmen wird, was grundsätzlich eher unterrepräsentiert ist in den Medien und was aber eine sehr große Bedeutung hat für den Klimaschutz. Und dafür konnten wir auch eine prominente Moderatorin gewinnen. Genau, also seid gespannt. 22.1957. Cool. Ja, ein Punkt, den ich gerne nochmal aufgreifen möchte, ist, dass die Klimakrise halt ein absolutes Querschnittsthema ist. Denn Klima wird immer so in Richtung Umwelt gesehen, Umwelt und Natur. Nur um die Klimakrise zu bewältigen, müssen alle Ressorts da auch zusammenarbeiten. Sei es halt natürlich Ökologie, Wissenschaft, Ökonomie, Gesellschaft, Sozialwissenschaften, Psychologie und so weiter. Das heißt, es ist eine riesige Bandbreite und es ist nichts mehr für einzelne kleine
Sparten und dem hat sich auch Klimaverachtung verpflichtet. Und ich will auch mal an dieser Stelle hier an euch beide Danke sagen, dass ihr euch so einsetzt für dieses Thema. Vielen Dank. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Ich hoffe auch, dass wir uns vielleicht nochmal hier auf dem Kanal wiedersehen. Sehr gerne. Für verschiedene Themen, wenn ihr die aufgreift, wenn ihr, das ist ja nur 3 Minuten oder was, oder ganz kurz halt, wenn wir da nochmal über Sachen länger sprechen sollen dann und da nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen sollen und ihr da Lust zu habt, dann sagt gerne einfach Bescheid, dann machen wir das. Weil das ist einfach ein Riesenthema und alle Leute, die jetzt hier gerade zugeschaut haben, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich werde nicht aufhören, darüber zu sprechen, weil ich glaube, wir haben nur einen Planeten und ich habe auch nur ein Leben, um irgendwie die Welt ein bisschen besser zu machen. Deswegen lasst uns einfach da mal was probieren. Ich möchte es einfach nicht drauf ankommen lassen. Für mich ist das gerade so ein bisschen so, wir fahren auf der Autobahn mit 200 km/h und wissen, irgendwann kommt eine Mauer. Wir wissen nur noch nicht genau so genau, wann die Mauer kommt. Und keiner hat Bock zu bremsen. So. Und das ist so gerade, wie ich mich gerade fühle, nachdem ich jetzt mal auch mit den wirklich Leuten gesprochen habe, die echte Experten sind. Und ich drücke euch die Daumen, ich unterstütze euch, wo ich kann und würde mich freuen, wenn wir uns hier bald wiedersehen. In diesem Sinne sage ich an alle, die zugeschaut haben, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen Dank. Abo dalassen. Uns natürlich. Ja. Daumen nach oben und sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Alles klar. Ciao. Ja, tschüss.